Beitrag Wandlungsfähigkeit von Tumorzellen nach Verlassen des Primärtumors. Frau Dr. Constanze Elfgen aus Zürich, darf ich Sie bitten? Ganz herzlichen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den nächsten Minuten darf ich Ihnen einen Überblick verschaffen über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um die Wandlungsfähigkeit der Tumorzellen nach Verlassen des Primärherdes und damit um den Prozess der Metastasierung, was die Metastasierung überhaupt ermöglicht und somit der Hauptgrund für die Todesursachen beim Mammakarzinom ist. Im Moment ist es so, dass wenn wir die Diagnose des Mammakarzinoms gestellt haben und die Patientin adäquat therapiert haben, dass wir immer noch in einer großen Unsicherheit sind, von Heilung zu sprechen. Die Patientin und wir auch leben eben in der Unsicherheit, ob sich durch kleinste, nicht nachweisbare, nicht darstellbare Zellen immer noch die Gefahr einer Wiedererkrankung oder einer Metastasierung verbirgt. Und ganz lange schon hat sich die Forschung damit auseinandergesetzt, ob man beim Mammakarzinom von einer systemischen Erkrankung von vornherein sprechen kann und damit auch im Gedanken, ob man das Mammakarzinom schon sehr früh systemisch nachweisen kann. Man weiß seit einigen Jahren, dass zirkulierende Tumorzellen bei sehr vielen Brustkrebspatientinnen nachweisbar sind und auch die Industrie hat da versucht, eben Techniken zu entwickeln, zu etablieren, dass man das valide aufrechterhalten kann. Und die Hoffnung dahinter war und ist immer, dass man einen prognostischen Marker hat und damit eben auch den Therapieentscheid sich vereinfachen kann. Das momentan einzige zugelassene System zum Nachweis von zirkulierenden Tumorzellen beim Mammakarzinom und bei anderen soliden Krebserkrankungen ist momentan das sogenannte Cell Search System. Dabei werden auf den Oberflächen der Tumorzellen epitheliale Marker mit Antikörpern markiert. Man muss sich das so vorstellen, dass bei der Patientin eine Blutprobe von 7,5 Milliliter entnommen wird. Man schätzt, dass da drin etwa 10 hoch 6 bis 10 hoch 8 kernhaltige Zellen enthalten sind, vor allem Leukozyten. Und man sucht nun in dieser Menge von Blut etwa 5 bis 10 einzelne Zellen raus, die im Schnitt bei den Mammakarzinom-Patientinnen vorhanden sind. Also keine einfache Aufgabe. Und warum es so wichtig ist, dass man sich am epithelialen Marker markiert, darauf komme ich, orientiert, darauf komme ich später auch noch zu sprechen. Seit gut 10 Jahren weiß man, dass man von einem prognostischen Einfluss der zirkulierenden Tumorzellen beim Mammakarzinom sprechen kann. Eine Studie von 2006. Das waren Patienten in einem frühen Stadium des Mammakarzinoms nodal negativ, wo man noch relativ kleine Fallzahlen hatte, aber eben geschaut hat, bei welchen Patientinnen kann man Tumorzellen nachweisen und bei welchen nicht und hat eben einen deutlichen Unterschied in der Prognose gesehen. Eine etwas neuere Studie, wo sich auf die metastasierte Situation konzentriert wurde, das SWOG Trial, vor 2 Jahren vorgestellt. Dahinter stand etwas die Hoffnung, ob man sich daraus einen Therapieentscheid ableiten kann, was sich leider nicht bewahrheitet hat. Aber was die Studie zeigt, ist, dass auch die Quantität, also wie viele zirkulierende Tumorzellen sind in der Patientin nachweisbar, dass das sehr wohl einen Einfluss auf die Prognose zu haben scheint. Wie kommt es zu zirkulierenden Tumorzellen? Worin liegt diese Wandlungsfähigkeit? Nun, es ist ein Prozess bekannt, den man die epithelial-mesenchymale Transition nennt, was an sich physiologisch ist in der embryonalen Entwicklung, also überhaupt Neuralrohrausbildung und das alles wirklich in den frühen embryonalen Stadien überhaupt erst ermöglicht. Das in der Pathologie aber auch die Voraussetzung ist, für die Zellen den Primärherd zu verlassen. Prinzipiell beginnt es mit dem Verlust von der Zellpolarität. Epitheliale Eigenschaften gehen verloren. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Dadurch löst sich die Zelle von ihren Tight Junctions zu den Nachbarzellen des soliden Tumors auf der Oberfläche. Die Zelle verjüngt sich und wird quasi zum mesenchymalen
bekommt einen mesenchymalen Zellcharakter. Dieser Prozess ist wahnsinnig komplex und es gehen dabei nicht nur epitheliale Eigenschaften verloren, sondern es können auch eben Hormonrezeptor-Positivität verloren gehen. Die Zellen gewinnen oft eine HER2-neue Positivität dazu, auch wenn der Primärherd eben initial HER2-neu negativ ist. Und es werden noch andere sehr heterogene Eigenschaften dabei entstehen. Es gibt laufende Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ganz wichtig dabei zu nennen, die sogenannte DETECT-Trial, wo untersucht wird bei Patientinnen mit initial HER2-neu negativem Mammakarzinom, wo aber zirkulierende Tumorzellen nachweisbar sind, die HER2-neu Positivität aufweisen, was etwa in 30% der Fälle bekannt ist, ob die davon profitieren, wenn man initial eine HER2-neu Therapie macht, in dem Fall eben mit Lapatinib. Das Schicksal der zirkulierenden Tumorzellen nach dieser Veränderung in ihrer Heterogenität. Man kann sagen, zum Glück ist die Metastasierung ein sehr ineffizienter Prozess. Also die meisten unserer Patientinnen haben ja zum Glück keine Metastasen. Die meisten zirkulierenden Tumorzellen sterben also initial ab und ganz wenige metastasieren unmittelbar. Man weiß von einem gewissen Prozentsatz der Zellen, oder man schätzt es, dass sie in einen sogenannten Schlafzustand, also Dormant Tumor Cells, übergehen, von denen nur einige wenige wieder aktiviert werden. Voraussetzung für diesen sogenannten Schlafzustand scheint zu sein, wenn die Tumorzellen am Primärherd einer Hypoxie ausgesetzt sind, einem starken Stressor. Der Stressor kann auch im Sekundärgewebe auffindbar sein für die zirkulierenden Zellen oder wenn sie eben sehr, sehr früh streuen. Man stellt sich das so vor, dass die Zellen in eine Autolyse übergehen, also ein Selbstverdauungsprozess, der aber nicht zum Absterben der Zelle führt, sondern einfach den Stoffwechsel herunterfährt. Und das kann wohl über Jahre und Jahrzehnte anhalten. Wieder aktiviert werden können diese sogenannten schlafenden Zellen, wenn sich die Bedingungen im Sekundärgewebe verbessern, wenn weitere onkogene Eigenschaften in den Tumorzellen selbst zum Tragen kommen, wenn da weitere Mutationen stattfinden oder eben auch ein abnehmender Einfluss des Immunsystems scheint eine große Rolle zu spielen. Aus diesem Prozess lässt sich erklären, dass wir doch immer wieder Patientinnen haben, wo man nach einer ursprünglich erfolgreichen Therapie nach Jahren oder Jahrzehnten nicht nur ein Lokalrezidiv sehen kann, sondern eben auch Fälle hat, wo die Patientin initial mit Metastasen nach eigentlich geheiltem Tumor wieder zu uns kommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die zirkulierenden Tumorzellen ohne Zweifel ein wichtiges Thema sind in der vergangenen, der aktuellen und hoffentlich auch in der zukünftigen Forschung. Von einem prognostischen Marker kann man eingeschränkt sprechen und man weiß ganz sicher, dass sie einer unglaublichen polymorphen Charakter zeigen. Im Moment sind sie noch kein Biomarker für den Therapieentscheid und sie werden daher in der klinischen Routine auch noch nicht erfasst. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus